Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei einer weiteren Folge Let's Play, ja, Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Um was geht's eigentlich? Ja, keine Clanburg. Also man kommt ja eigentlich morgens, also ich zumindest, komme immer morgens in meine Dörfer rein, so Richtung Frühstück und sehe natürlich oftmals ein abgefarmtes Dorf. Das heißt also, jeden Morgen hast du irgendwo so ein Déjà-vu oder ist doch was Wahres dran am Film. Untäglich grüßt das Murmeltier. Aber ist nicht so schlimm, sage ich mir immer. Hast ein paar Pokale verloren, hast ein bisschen Ressourcen verloren. Das hole ich ja in jedem Fall wieder rein. Nur was mich ein bisschen ärgert, muss ich wirklich mal sagen. Ich repariere jetzt erstmal kurz das Dörfchen. Nehme den immer erst auf. Ja, immer dran denken, Tote, immer den erst aufnehmen. Sonst ist hier irgendwas voll. Und ich kann diesen alten Wagen da nie abbauen. Ja, was ist hier eigentlich passiert? Ihr seht, ich habe hier in der Clanburg, die ist voll. Habe ich einen, ja, jetzt weiß ich auch, worum es geht. Eieieiei, ich habe es verpennt. Leute, ich habe es verpennt. Die steht auf Sleep. Und ich habe mich gestern total aufgeregt. Warum kommt die Clanburg nicht raus, wenn ich angegriffen werde? Eieieiei, Toto, was ist denn mit dir passiert? Naja, auf jeden Fall habe ich mich total gewundert. Ich denke, Mensch, ich habe mir eben doch einen Hund reingetan. Das mache ich eigentlich öfter mal, wenn ich mit mehreren Accounts oder zumindest hier bei den Spätzles mit Soos mit zwei Accounts da bin. Dann befülle ich dem Kleinen hier noch die Clanburg mit irgendwas zur Defensive. Aber jetzt sehe ich es doch erst. Ist euch das auch schon passiert? Ist euch das auch schon passiert, dass ihr das gar nicht wolltet, dass die Clanburg schläft? Und denn ihr wollt, dass sie mal verteidigt. Und ihr habt einfach vergessen, die Clanburg wieder umzustellen. Ich meine, ja, Helden vergessen umzustellen. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit, nochmal darauf hinzuweisen, so nach dem Motto, wenn du offline gehst, also wenn das Spiel beendest, ganz regulär beendest, dass du nochmal eine Erinnerung bekommst, Achtung, die Clanburg steht nach Off-Sleep-Modus. Bitte umstellen. Ah, Mist. Naja, wäre ja was für die Neuerung, aber die kommen ja heute Mittag noch, die Neuerung. Und dann gucken wir mal, der hat mich ja ganz abgelatzt hier, aber es war auch ein Rathaus 10er, der darf, dass ich meine mitkarre. Alter, was für eine Verschwendung für dieses Dorf. Naja, muss er selber wissen, ich habe letztendlich selber vorher viel, viel mehr Ressourcen geholt als er. Dadurch, dass er natürlich ein Rathaus 10er ist, bekommt er bei mir natürlich nicht ganz so viel, wie ich jetzt zum Beispiel bei ihm bekommen würde. Und ich hatte nämlich vorher auch einen ziemlich dicken Fisch. Wer eben schon mal kurz hingeguckt hat, der hat das gesehen, dass mein Angriff davor auch nicht so schlecht war auf den Rathaus 10er. Ab und zu habe ich so einen ja auch mal, auch mit dem Schief hier, und habe ganz nett gefarmt. Also die hier umstellen, ah, ich habe es echt verballert. Na ja gut, was willst du machen? Ist gewesen, aber ihr seht das hier, den habe ich gewonnen hier, war auch ein Rathaus 10er, aber ein nicht so dolles Dorf hier, ein Inferno im Ausbau und der zweite Inferno auf Multi kam jetzt meiner Truppe so ein bisschen entgegen, denn die Luftabwehren sind erstmal weit weg von meinen Heilern mit meinen Packers. Das ist im Moment meine Farmarmee, die ich nehme. Ich verbrauche zwar immer ein bisschen Dunkles, aber meistens hole ich in jedem Fall mehr, als das ich hier ausgegeben habe. Und ist, glaube ich, eine coole Kombi, wenn man so ein bisschen auch pushen will. Werde ich ja auch immer wieder gefragt, Toto, mit was pushst du eigentlich? Richtung, weiß ich nicht, Champion oder Titan mit dem Rathaus 9. Und ich pushe allerdings nicht, sondern ich farme da ganz, ganz normal mit. Ich verliere hier meine Pokis und halte mich so ein bisschen so in meiner Range. Denn ich glaube, hier in Meister 1, 2, 3 ist man ganz gut aufgehoben als Rathaus 9er, wenn man vor allen Dingen Dunkles noch braucht. Und die sind echt smooth hier durchgegangen. Hatte die Bowler in der Clanburg und dementsprechend die Packies hier, alle drei Packer leben noch, werden natürlich auch immer saugut durchgeheilt hier. Der hatte jetzt auch keine Clanburg. Ich glaube, entweder hat sie geschlafen oder ein inaktiver kann es da nicht ganz sein, denn die Base, ihr seht das, die wird ja bebaut. Also die ist in jedem Fall aktiv, aber nicht ganz so gut. Okay, der Rest des Lots kam jetzt nicht wirklich entgegen, aber schön hier die neuen Minen und Sammler gefallen mir übrigens außerordentlich gut. Vor allen Dingen die Elixiersammler gefallen mir außerordentlich gut mit diesem dicken Rohr da oben drauf. Die Minen selber hier, die Goldminen, da müsste ich mal genauer gucken, was sich da eigentlich verändert hat. Ich habe ja jetzt auch erst mit einem Account überhaupt die Minen und Sammler
auf Max-Level, nämlich mit dem Avatar-Account. Und ihr seht, dass hier alle drei Packer überlebt. Die Heiler haben alle überlebt. Helden noch voll. Ich hätte eigentlich noch einen zweiten Angriff machen können. Aber ich meine, mit 6.338 Dunklen und fast einer Million Elixier und ja, gute 600.000 Gold ist das nicht schlecht. Und mit dem Bonus, den ich hier oben kriege, ist das sicherlich auch ganz gut. Also das ärgert mich immer noch hier mit dieser blöden Clanburg. Aber ich meine, wenn wir sie jetzt schon haben, was haben wir denn eigentlich drin? Okay, jetzt haben wir drei Hunde. Können wir in jedem Fall was mitmachen. Dann hauen wir mal rein und suchen uns einen netten Gegner. Und hier haben wir unser Dörfchen gefunden. Ihr kennt dieses Dorfdesign hier. Also wir gehen in jedem Fall bei der Queen-Seite rein. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich jetzt ein oder zwei Golems mitnehme. Denn ich glaube, mein Golem, ich bin mir nicht sicher, ob der hier bis zum X-Bogen kommt, bis zum ersten. Das muss ich mal sehen, was ich in jedem Fall vorher... Nehme ich ihn schon vorher eine? Ich nehme ihn mal nicht vorher. Ich schicke mal den Goli hier rein und... Jetzt müssen die ersten Defense-Gebäude allerdings schon auf den ballern. Ja, das machen sie auch, okay. Dann nehme ich... Oh. Mauerbrecher. Komm, Toto. Einmal die Helden hinterher. Jetzt habe ich natürlich keine Bowler oder sowas in der Clanburg, die jetzt noch ein bisschen für Trouble sorgen. Dafür muss jetzt mein King so ein bisschen vorausgehen. Und, oh, der, hab ich ja gesagt, ein Golem ist eigentlich ein bisschen wenig dann an der Stelle. Denn die kommen hier jetzt gerade so, okay, mal gucken. Kommen die da noch rüber? Jo, die kommen da noch rüber. Und wir kommen auf jeden Fall bis zum X-Bogen. Die Queen geht die Seite, haben wir schon, wir haben noch keinen Feger gepackt. Eieiei. Okay, kein Feger gepackt, ist nicht so schlimm. Auch mal sehen, ob sich die Queen nicht noch den Feger da holt. Das wäre natürlich super, wenn die sich den Feger da noch holt. Dann können wir danach nämlich mit unserem Luftpart starten. Die macht jetzt aber erstmal das Rathaus und jetzt hoffentlich den Luftfeger. Ah nee, die macht den Luftfeger auch nicht mehr. Okay, dann nehmen wir trotzdem, glaube ich, hier jetzt mal unseren Luftpart rein. Ich haue jetzt erstmal den Hund hier raus und hier den nächsten Hund. Okay. Über den Flächenschaden kommt die Beschleunigung. Wunderbar, das hat schon mal ganz gut geklappt. Aber ich glaube, ich muss jetzt gleich... So, die gehen ja nach hier, ja. Die gehen natürlich voll gegen den Feger. Aber was soll ich jetzt machen? Ich hab nur noch das hier. Und die gehen hier jetzt ganz rum. Aber mal sehen, ob die jetzt nicht da außen schon mal ein bisschen wegmachen. Ah, das packen die. Ah, das müssen die packen. Okay. Das haben die in jedem Fall gepackt. Okay, jetzt mit dem dritten Hund mache ich das eigentlich nicht. Ich mache das eigentlich nicht wirklich mit dem dritten Lava-Hund, sondern ich habe eigentlich dann Bowler in der Clanburg oder irgendwas anderes. Ein Packer geht auch, das ist ja hier Farm. Und die müssten das eigentlich noch... Oh, der letzte Bogenschützenturm hier. Wo ist der eigentlich drauf? Ist der auf meinem... Ah, der ist auf dem Lava-Hund. Okay, das heißt, der platzt mir gar nicht mehr. Dann kann ich jetzt hier meinen letzten Bogi setzen. Jo, dann lassen wir den mal auslaufen. Also dieses Farmdorf hier, 28 Sekunden. Die Ressourcen, oh, das wäre noch ganz schön, wenn wir die 830 Dunkles noch kriegten. Denn dafür sind wir ja zu Besuch hier. Nur für das. Und der Hund geht immer noch nicht auf. Okay, vielleicht ist dann ein bisschen overpowered, mit drei Hunden hier in so einer Base reinzugehen. Wir hatten jetzt auch keine Clanburg gegen uns. Aber was ich vorher noch gemacht habe, ich habe vorher noch ein Clanspiel mitgenommen. Die Clanspiele sind ja diesmal etwas schleppender gewesen, denn es gab nicht diese riesen Clanspiele, wo man 1000 Punkte kriegte für XY, sondern es gab ja eher dann die etwas kleineren. Auch der hier hat jetzt gerade mal ja 100 Pünktchen gegeben. Wir sind immer noch nicht durch hier, ihr seht das. Und die laufen ja schon zwei Tage, drei Tage. Also hier gibt es in jedem Fall noch ein bisschen was zu tun. Und nächste Armee war das. Oh, das sieht gut aus. Ne? Drei Sterne. From Multiplayer Battles using 12 Ballons. Den nehmen wir mal mit hier für den übernächsten Angriff. Und ich würde sagen, ich baue einfach mal nach. Baue diese auch nochmal nach. Das wird der übernächste Angriff. Okay, 3487. Natürlich wieder viel, viel Gold, viel, viel Elex. Aber den nehmen wir mal mit. Denn das ist hier auch, ja, ihr werdet lachen, ich habe ja eben noch die Päcker-Armee wieder bereit gehabt, was ich da wieder, oder überhaupt, was ich da für einen Gegner bekommen habe. Könnt ihr euch, ja, ich will nicht sagen, ihr könnt euch kaputt lachen, aber ihr könnt euch kaputt lachen.
So, mal sehen. Wir springen hier einfach mal rein. Haben jetzt aber die geforderten Bowler hier in der Clanburg und... Oh, der King ist da schon fleißig da. Eieiei, der King ist schon fleißig, aber der wollte sicherlich zur Queen hin. Und jetzt muss ich mal gucken. Ja, wir nehmen das hier mal in Wut. Wir haben jetzt schon eine Luftabwehr, glaube ich, geschafft. Ein Feger haben wir gepackt. King ist schon mal weg. Der hat keine Clanburg hier. Und dann kriegen wir hier bestimmt noch das ein oder andere hier hinten aus der Ecke heraus. Ja, die Queen macht ja einiges da. Dann können wir eigentlich hier kurz mal mit den Mauerbrechern ablenken und können jetzt hier wieder mit unseren Ballons hier durch. Auch mal sehen, wie weit die Queen überhaupt kommt. Eieieiei. Okay, dann kann ich die hier jetzt mal nehmen. Ja, ich hoffe die Änderung, was die Tablets angeht, vor allen Dingen, dass man das doppelreich machen kann, das könnten sie hier eigentlich auch machen. Das wäre gar nicht mal so schlecht am Emulator. Aber ich glaube, das wird dann an der Stelle eher nicht kommen. Auch habe ich denn eigentlich noch was? So, hier habe ich noch ein bisschen Clean-up. Und hier müssen wir noch einmal Eil verteilen, damit es da ein bisschen fixer rüber geht. Und jetzt gucken wir mal da hinten, der Loon, der überlebt auch, okay. Der Loon überlebt auch, dann können wir hier auch noch unseren Eil schmeißen. Und dann haben wir das Clanspiel hier nämlich gepackt. So, die gehen nach da. Hier noch den Bogi, ja, so kann man es machen. Also eben habe ich mit meiner anderen, mit der Päcker-Armee, fast wieder die identische Base, die wir davor gemacht haben, gefunden. Es ist unglaublich, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch aber gleich auch noch, dass es noch eine andere Änderung geben wird im Dezember-Update, was vielleicht dann wieder viele nicht wissen. Dafür müsst ihr allerdings euren Client mal wieder auf Englisch stellen. Nur dann erfährt man, was kommt denn eigentlich noch Neues. Also heute Mittag kommt ja der letzte Sneak und ich denke mal in der nächsten Woche wird es dann das Update irgendwann geben. Und dann sind wir in jedem Fall ein bisschen schlauer für oder was überhaupt jetzt noch auf uns zukommt. Und wie was auf uns zukommt, ich lasse mich da auch mal ein bisschen überraschen, aber den haben wir ganz gut gemacht. Das Clanspiel haben wir ganz gut gemacht, also passt hier in jedem Fall, würde ich sagen. Und dann können wir die 100 Punkte, waren es 100? Ich glaube, es waren nur 100 wieder. Können wir hier in jedem Fall reinheimsen. Ich habe hier gerade einen Boost an. Oh, ach, das war jetzt doof. Das war jetzt doof. Ich hatte ja eigentlich gerade einen Boost an und jetzt habe ich auch das mal wieder vergessen. Mann, Mann, Mann. Kleine Demenz hier, kleine Kurzzeitdemenz, 12, 1, 2, 1, 1, 2, 1, passt das? Jo, passt. Und hier nehme ich immer mit, einen davon, drei Stück hiervon, so passt es. Also, ihr geht einmal in den englischen Client rein, in die News hier und dann seht ihr, Builderbase Balance Update, ich klicke da jetzt mal nicht drauf, das könnt ihr euch selber durchlesen, aber es gibt kleinere Veränderungen in der Builderbase, im Balancing. Also Truppen nerf, Truppen rauf, Truppen runter, eher Truppen runter. Denn einige sind ja OP da. Ich hoffe, die kurze Folge hier auf den Samstagmittag hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also lasst euch überraschen, was es im Update gibt. Und wir sehen und hören uns. Bis dahin, euer Toto.